Ich will jetzt mit Ihnen dreien noch mögliche Lösungsmöglichkeiten besprechen. Ich glaube, das könnte mir vorstellen, dass niemand von Ihnen interessiert daran ist, dass die Fischotterpopulation wieder auf ein Maß gesenkt wird, wie schon mal war, vor 30 Jahren. Ich weiß es vom Rotwild. Es gibt in Bayern Rotwildgebiete, das sind die Hirsche, die schöne Geweih haben, die dürfen nur in diesen Gebieten leben. Ich finde, es wäre es auch eine Möglichkeit für Otter, dass man Ottergebiete als Verordnung erlässt. Wiener, Sie sollten das Mikrofon anmachen. Entschuldigung, ich bin auch Jäger und gebe auch Jagdunterricht. Und da kann ich Ihnen sagen, die bayerische Variante des Rotwildhaltens und Pflegens ist selbst in Deutschland, da reden wir noch gar nicht von Europa, auch nicht unumstritten. Abgesehen davon, dass Sie das eigentlich bezüglich dem Otter gar nicht so managen könnten. Also das ist in der Tat ein Problem. Die Frage wäre zum Beispiel, wenn man die Teichwirtschaften wirklich nachdrücklich frei hält von Ottern, das Tier ist ja relativ schlau, wenn da permanenter Druck entsteht, jagdlicher Druck beispielsweise, ohne dass ich das jetzt als einzige Lösung sehe, dann würden die sich vermutlich schon auch andere Varianten suchen. Es ist einfach das Problem, dass die Population zu groß ist. Und man muss auch wissen, dass man kann sich ja fragen, ja, wieso kommt ähnliche Katastrophenmeldungen nicht aus anderen Teichgebieten, beispielsweise Sachsen? Das hängt eben damit zusammen, dass in Sachsen der durchschnittliche Teich mehrere 10, wenn nicht 100 Hektar groß ist. Da schwimmen die Fische in die Mitte rein und der Otter schwimmt nicht nach und ist weg. Bei uns schwimmt der Otter dreimal quer durch den Teich und erwischt alles, was da drin schwimmt. Der leert ihnen einen ganzen Teich in einer Nacht aus und es ist ein Killer. Und der zieht den Fisch raus, den er gar nicht fressen kann. Teilweise ist er fast so schwer wie der Fisch, wie der Otter selber. Und der wird dann eben von anderen Fleischfressern am Ufer dann restlich verzehrt. Und das macht den Schaden. Fuchs beispielsweise. Also da ist alles, was Fleisch frisst, finden Sie dann auf den Wildkameras, die sich an den herausgezogenen und getöteten Fischen dann gütlich tun. Und dann haben wir das Problem, dass man tatsächlich uns dann vor die Frage stellt, ja, woher wissen Sie denn, dass das nicht der Fuchs war? Ja, ich habe noch keinen Fuchs im Teich tauchen sehen und den Laichfisch rausziehen sehen. Das macht eben nur der Otter. Und die Überpopulation bedrängt unseren Bestand in einem Maß, das ist einfach nicht mehr auszuhalten. Und verglichen mit anderen Prädatoren ist es beim Otter nicht 5 vor 12, sondern 10 nach 12. Das muss man einfach so sehen. Herr Finner, Sie sagen, Jagddruck allein bringt es nicht. Welche Möglichkeiten sind Sie denn? Sie können ja jetzt nicht hergehen oder Sie werden jetzt wahrscheinlich nicht hergehen als Vertreter eines Fischereiverbandes und sagen, wir müssen jetzt die Weiher alle so groß machen wie in Sachsen. Das wäre ja auch nicht wirtschaftlich. Das würde ja auch nicht dem historischen Bild von Bayern und der Teichwirtschaft entsprechen. Das ist eben geprägt durch diese kleine Strukturierung. Ja, das ist ganz anders gewachsen. Aber Herr Finger, jetzt bin ich auf Ihre Vorschläge gespannt. Was würden Sie machen, wenn Sie jetzt in der Staatsregierung säßen? Welche Vorschläge würden Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen unterbreiten? Das ist in der Tat schwierig, wenn man aus der Vergangenheit ein bisschen weiterdenkt, dann kommt man zunächst mal nur auf die Frage, kann ich ihn abschießen oder nicht. Aber das ist durchaus nicht so simpel. Auch Fallen, der Otter ist sehr schlau, wenn der einmal eine Falle gesehen hat und da vielleicht nur dran vorbeigelaufen ist und dann merkt er, worum es sich da dreht. Sie fangen alle anderen Tiere leichter als einen Otter mit einer Falle. Ich sitze die ganze Nacht auf Sauen an und stelle dann fest, dass der Otter direkt vor mir am Teich war und ich habe es nicht gemerkt. Das heißt, das ist richtig schwierig, aber wenn wir die Entnahme durch Töten
nicht als eine Möglichkeit eröffnen, dann müssen wir eigentlich aufgeben. Die Erlaubnis zum Abschuss würde noch das Problem noch nicht lösen, weil durch die Erlaubnis haben Sie noch keinen einzigen Otter weniger. Sie müssen dann erst einmal in der Lage sein, dann den tatsächlich zu erwischen. Und das ist nicht so simpel. Es gäbe sicher noch andere Varianten, die man im Wildtiermanagement sich überlegen könnte. Da würde ich jetzt aber, ja, man kann sich ja überlegen, ob man beispielsweise einzelne in sehr frühen Stadium die Jungtiere zum Beispiel reduziert. Ja. Ich setze da eigentlich auf die Natur, die dann wirklich zur Folge hat, dass er sich selber dann zurückzieht, ohne dass ich dann weiß, dass es im Einzelnen tatsächlich so funktionieren würde. Ich persönlich bin nicht dafür, was durchaus ja auch schon diskutiert wird, dass man Ködern beispielsweise Hormone ausgibt und solche Sachen. Das ist für mich keine Lösung. Ja. Aber insgesamt muss ich sagen, es wäre halt ein Signal auch, dass man sagt, seitens der Politik, wir haben verstanden, wenn man das zumindest mal weiter öffnet, diese Möglichkeit. Und zuallererst gehört dazu, dass man mal definiert, was ist denn ein gesunder und guter Bestand. In Österreich ist ein guter Bestand einfach, da hat man ganz Österreich in zwei Einheiten geteilt, in die Alpenregion und in die Nicht-Alpenregion. Und dann hat man gesagt, hat man dann dort in den Alpen einen gesunden Bestand. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass in jedem Tal, in jedem Fluss dann einen Otter haben muss, sondern da reden wir über die gesamten Alpen. Bei uns wird ja diskutiert, habe ich in dem Teil vom Landkreis überhaupt Otter und dort in dem Landkreis habe ich auch einen Otter oder noch keinen, ja, dann wird er womöglich in der Nacht noch hingefahren. Da gehört mal eine Definition her, wann habe ich denn einen Bestand, der nicht bedroht ist. Und ich war vor kurzem eben auch bei diesem Weltkongress zum Otter, der über 3 Tage gegangen ist, war auch online. Sie glauben gar nicht, wie da diskutiert wird, wo überall der Otter auch sein muss. Und ich bin da der einsame Rufer in der Wüste. Wenn man da muss man sich ja fast hintrauen in solche Veranstaltungen. Ja? Weil das ist schon nicht so einfach in der Diskussion. Aber ich denke, die Teichwirtschaft ist wirklich 10 nach 12, ist es da, wie stark sie bedroht ist. Und wir können die Teiche nicht einhausen. Es geht nicht ohne die letale Entnahme. Ja, Herr Hanfland, Sie haben vorher gesagt, er ist auch draußen an den Flüssen, gerade im Winter, wenn dann die Teiche leer sind unterwegs. Und ich sage es mal euphemistisch, der knappert dann Huchen an, die gerade laichen. Welche Konzepte hätten Sie, um dieses Problem zu lösen? Das ist sehr schwierig. Es ist aber so, wir haben bei der Teichwirtschaft, gäbe es ja die vierte Säule vom Bayerischen Fischottermonitoring, auch mit der Entnahme, die ist ja dort drin verankert und die Politik hat auch soweit zugestimmt. Es gab sogar eine Genehmigung. Sie sprechen von einer vierten Säule. Welche Säulen gibt es denn? Ich kann das nicht. Also es gibt 3 Säulen, auch mit Monitoring und Lebensraumschutz schaffen, aber die Entnahme ist die 4. Säule. Und das wollte man in einem Pilotprojekt, wollte man in der Oberpfalz in verschiedenen Teichgebieten testen, Fischotter zu entnehmen. Da ging es, glaube ich, um 5 Tiere pro Jahr. Und mit Zustimmung des Landwirtschaftsministeriums, Umweltministeriums und auch der Regierung der Oberpfalz, höhere Naturschutzbehörde. Und das wurde leider beklagt vom Bund Naturschutz und dadurch ist die Frist des Bescheids ausgelaufen. Jetzt muss man wieder von vorne anfangen. Also das ist eine, es ist
wirklich ein derartig harter Kampf. Und wenn man sich überlegt, weil um fünf Fischotter ging es, die dort entnommen werden. Und in 3 Jahren werden über 180 Fischotter überfahren, wo man sagt, das ist jetzt also im Verhältnis, wird es jetzt nicht die riesige Rolle spielen. Aber man könnte in Bayern oder in Deutschland? In Bayern. 180 in 3 Jahren, auf 3 Jahre. Also die Zahlen sind belegt, kommen aus einer Landtagsanfrage, ich glaube vom Landwirtschaftsministerium beantwortet. Und also da geht es bestimmt nicht, es ist existenziell, wenn dort 5 Fischotter entnommen werden. Und da müsste man da mal Ergebnisse haben, wie sich das auf die Teichwirtschaft auswirkt, dass man sicherlich, dass es noch viel schwieriger sein wird, im freien Gewässern Management zu betreiben, aber vielleicht müsste man tatsächlich in Gebieten, wo seltene Arten laichen, wie der Huchen, wo man leicht, dass man dort eine Art Sperrgebiet installiert. Aber so weit sind wir leider momentan noch nicht. Aber die Vereine sind jetzt wachsam, die sind vor Ort, schauen, ob die, wenn Fische laichen, aber es ist nicht nur der Huchen, es sind auch Nasen. Aus Niedersachsen bekomme ich Meldungen, dass die Wiederansiedlungsprojekte mit den Meerforellen scheitern, weil sich die, das sind halt kleine Bäche, wo ein Dutzend Meerforellen zum Laichen hochsteigt und die holt er sich raus und beißt sie an, frisst die Eingeweide, lässt sie tot liegen. Also gerade wenn das so lokale Geschichten sind, dann müsste man lokal spezielle Lösungen finden, aber ich bin auch etwas ratlos, muss ich zugeben, die Patentlösung hat momentan keiner, aber wir sind eigentlich mit dieser vierten Säule schon auf einem ganz guten Weg gewesen, auch wenn die betroffenen Teichwirte damit auch nicht zufrieden waren. Aber jetzt ist erstmal gar nichts weitergegangen wegen der Klage und deswegen treten wir nach wie vor auf der Stelle und hoffen auf die Politik und begleiten das Ganze als Landesfischereiverband mit einem Projekt. Wir machen ja, wie gesagt, die Erhebung der Verbreitung des Otters und wir machen Erhebung der Schäden, weil Schäden müssen ja immer erst belegt werden. Ja, und dann wird man sehen, aber zumindest das, was wir in dem Winter beobachtet haben, diese Verbissschäden an großen Fischen, die sind schon sehr beunruhigend. Also da müssen Lösungen her und die können nicht in 10 Jahren erst kommen. Sie haben gesagt, es gibt keine Patentlösung und ich könnte mir vorstellen, dass Ihnen Frau Schmidt da widersprechen würde. Also der Otter gilt ja als besonders geschützte Art. Darf da die bayerische Staatsregierung eigentlich sagen, ja, da setzen wir uns drüber weg und da handeln wir jetzt gleich mal und gehen auf die Vorschläge von Herrn Finner und Herrn Dr. Hartmann ein. Und wenn ja, welche Vorschläge haben Sie dann, um diesem Problem Herr zu werden? Also grundsätzlich kann man, das sind ja europäische Schutzstaat, europäischen Schutz, den er genießt, können wir uns nicht drüber hinwegsetzen. Wenn wir dann diese Genehmigung geben und es kommen dann wieder Kollegen aus anderen Verbänden und sagen, ihr dürft die Otter nicht entnehmen, dann langen wir wirklich am Kopf. Ich muss ja sagen, für mich ist es ja eigentlich auch kein Zollenprojekt, wie wir das gemacht haben, sondern für die Deichwirte ist es wirklich eine Pyramide. Das sind keine Säulen, die hintereinander kommen. Unten, wenn noch Fisch drin sind, wenn wir den Wasserstand so hoch haben, dann werde ich beraten, wenn ich dann Otter habe. Dann kann ich mir zwischendrin, wenn die Pyramide, wenn die Fisch weniger werden, dann kann ich mir dann Fördermittel holen, damit ich das, wenn ich es nachweisen kann. Jetzt ist das aber ein Tier, wo ich es kaum nachweisen kann, wie wir ja schon gehört haben, weil hinten auch die anderen Fleischfresser kommen, weil das so leise ist. Also, dann kann ich dann einzäunen, betonieren außen, was natürlich für Wasservögel Fiasko ist. Wir haben ja Artenreichtum an den Gewässern. Und erst oben in der Spitze der Pyramide, wenn da kein Fischler mehr Platz hat und keiner mehr da ist, den er noch nicht angefressen hat, dann bekomme ich diese Genehmigung der Entnahme, also des Abschuss. Und dann stellen Sie sich das mal so vor, jetzt dürften Sie, wenn jetzt dann niemand dagegen protestiert, weil wir Umweltfrevler sind, und ich dürfte den wirklich entnehmen, dann ist das ja ein Kunststück sondersgleichen. Das kann ich sage das jetzt mal praktisch zu den Autobesitzern. Sie haben einen Matter irgendwo am Hof und sage also, Sie dürfen diesen Matter dieser Natur entnehmen. Erstens nicht mal, wenn Sie ausgebildete Jäger wären, würden Sie den treffen. Zweitens, wenn Sie da dort sind, kommt er nicht. Und das ist ja das Nächste. Wie sollen denn
Leute, die in ihrem Hobby Umweltpflege machen bei den Angler oder bei uns, die schon Futter anbauen für die Deichwirtschaft, die die Weiherdämme pflegen, die die Fisch aufsetzen, die Betriebe tragen sie meistens nicht allein, es sind viele, viele kleine und Mischbetriebe. Wie sollen denn die dann auch noch da erkennen, wann, wo, was ist, weil es ja äußerst schwierig ist. Das ist ungefähr so, Herr Neumeier, jetzt müssten Sie bei der Süddeutschen nachts hier am Dach Ihr Papier selber schöpfen, das nachts noch bedruckt wird. Das ist nicht schaffbar, das ist nicht leistbar für die Leute. Also wir müssen einfach irgendwann sagen dürfen, in diesem Gebiet hat er keinen Schutzstatus, jeden, den wir erwischen, den erwischen wir, weil in der Natur wirklich noch so viele unterwegs sind. Wie gesagt, das ist wie ihr Matter am Auto, die erwischen sie nicht. Da müssen wir breiter gehen und das müssen wir europaweit schaffen. Das müssen wir auch mit Europarecht schaffen. Ja.